Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simple 2, der den spielt das. Wir werden heute ein wenig S-Bahn fahren und werde das Ganze mal starten. Und das Ganze nennt sich Pendlerabschluss. Erledigen Sie die letzte S-Bahn-Verbindung für den Tag und bringen Sie den Zug zum Betriebswerk zurück. Ja, und damit herzlich willkommen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Video und ich würde einfach mal starten. Ja. So, da wären wir. Willkommen in Schwelm. Schließen Sie die Fahrt nach Wuppertal ab, dann beenden Sie den Dienst und fahren zum Wuppertal Langerfeld-Betriebswerk. So, das ist übrigens hier unser Zug, wie ihr seht, S-Bahn Rhein-Ruhr. So, wir gehen ja erstmal in unseren Zug einsteigen. So, Tür schließen und uns in den Sitz setzen. So, als erstes werden wir den Fahrtrichtungswender einstecken und das Ganze auf neutral schalten. So, jetzt haben wir es. Türen entriegeln. Aber natürlich. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ja, wir stehen hier am Bahnsteig. So. Ne, das war jetzt. Ach, es ist links entriegeln. So, ich möchte aber gerne den scheiß Scheinwischer wieder aufsagen. Wie geht das denn nochmal? Türen schließen. So, stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Das werden wir tun. Stellen Sie Leistungsregelung. Ja, ist klar. Standsbeleuchtung an. So, Schwellenwest 22:46 in 1,4 Kilometer. Das werden wir nicht ganz einhalten können, fürchte ich.
klein wenig Schießmarine aus, ein klein wenig. So, wir intrigen links. So, auf geht's. Ach, das muss man echt, dass man das nicht so mit dem Steuerkreuz machen kann, das nervt. So, auf geht's. Nächste Station, Wuppertal-Langfeld. Kommt da schon der Gegenzug entgegen? Gerade zu spät gebremst, ein bisschen zu, jetzt ein bisschen zu früh, aber sollte hinhauen. Rechts entriegeln. Schauen wir uns das Ganze mal von draußen an. Ach, das ist wieder ein anderes Schema. So sieht unser Zug also aus. 422.042-2-2. So, wir schließen wieder das Ganze. Ja, das haben wir noch so gerade geschafft, Kollege. So, nächste Station, Wuppertal-Oberbahn. Zu spät, tut mir leid. Thank you.
Ich hänge der Zeit ein wenig hinterher, aber ich glaube, das ist noch einigermaßen im Beträglichen. Hoffe ich zumindest. Schon mal wieder langsam bremsen. Wirklich 50. Schaut euch das an. Einigermaßen genau geschafft. Einigermaßen genau gebremst. So, auf geht's. So, Wuppertal-Barmen. Ja, ein sehr anspruchsloses Szenario, aber eigentlich auch mal ganz schön so für zwischendurch ein bisschen S-Bahn fahren. Bisschen im Ruhrgebiet ist eigentlich ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Anstatt immer nur Regionalexpress oder Fernverkehr, ist so ein kleiner kurzweiliger S-Bahn-Betrieb echt mal schön. So, wir nähern uns unserem nächsten Ziel, Wuppertal-Barmen. Das heißt, wir werden hier schon mal wieder die Bremse reinhauen. So, sehr viel los um die Zeit, ehrlich gesagt. Sehr viel S-Bahn-Verkehr. Ich bin schon wieder viel zu schnell hier. Und Türen verriegeln. Nächste Station. Also das mit diesem Szenario finde ich ein bisschen blöde, muss ich ehrlich sagen. Dass man immer die Taste drücken muss. So, Wuppertal Unterbarmen.
Also Geschwindigkeit hat er ziemlich schnell drauf. Beschleunigen kann die, muss ich echt sagen. Also. Ein Stück noch, ein Stück noch, ein Stück noch. Die S9 nach Wuppertal Hauptbahnhof. Nächste Station, Wuppertal Hauptbahnhof. So, und in Wuppertal endet dann die Fahrt, wobei wir unseren Zug ja noch in die Abstellung bringen sollen. Das werden wir dann natürlich pflichtbewusst erledigen. Ist ja selbstverständlich. So, willkommen im Wuppertaler Hauptbahnhof. Für all diejenigen, die noch nicht da waren. Jetzt los. Wir noch ein Stück fahren oder?
So, das wäre der letzte Bahnhof. Müsste eigentlich der letzte Bahnhof sein. Das ist selbstverständlich. Das sollte selbstverständlich sein. So, die Einsteigzeit ist diesmal sehr lang. Muss ich echt sagen. 9480042204220-2d-db. So. Hier verriegeln die Türen. Stellen Sie Leistungsregler und Richtungswender auf aus und entfernen Sie den Richtungswender. Gute Arbeit, wechseln Sie die Enden und fahren Sie den Zug leer wieder ins Betriebswerk. Das werden wir tun. Gehen wir durch den Zug. Ist, glaube ich, einfacher. So. Ist ja sowieso leer. Da können wir auch durch den Zug laufen. Mit dir, Kollege. Wirst schon deine Gründe haben. So. Ach. Ja, doppelte Aktion. Alles gut. So nicht zu. Okay. Jetzt geht der ganze Prozedur wieder los. Auch hier ist mal Licht. Thank you.
dir noch ein paar Türen offen. So, auf geht's. Wuppertal-Langerfeld, Bahnbetriebswerk in 7,2 Kilometer. Ein sehr interessantes Szenario, finde ich, weil man hinterher auch dann noch den Zug nicht einfach da in dem Bahnhof stehen bleibt und das Szenario ist zu Ende, sondern weil man halt den Zug dann noch zu Ende, am Ende noch ins Bahnbetriebswerk bringen muss. Und das finde ich sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr real. Jetzt können wir auch mal ein bisschen Geschwindigkeit hier aufbauen. Gleich 130, wunderbar. So, gleich 40.
So, und dann haben wir es gleich geschafft, würde ich sagen. Könnt ihr euch auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Szenario findet. Wie gesagt, gibt es bei Transient World 2 auf der Strecke Wuppertal, Rhein-Ruhr-Osten und nennt sich Pendlerabschluss. Nicht zu schnell werden, das wäre jetzt ungünstig. Müssen wir dann gleich unser Ziel sehen können. Unser Ziel. Wunderschön. Ziel erfüllt. Wunderschön. Stellen Sie den Leistungsregler auf 0 und den Richtungswender auf aus. Ja, das werden wir tun. So. Ziehen Sie dann den Generalschlüssel ab. So. Halten Sie Batteriesteuerschalter für 5 Sekunden auf Position Stopp. Wo ist das denn? Ach da. Okay. Denke, das war's. Gut gemacht. Zeit für eine gute Nachtruhe. Ja, damit endet dieses Szenario und auch unser Video. Es war jetzt nicht das große Highlight. Gebe ich gerne zu. Aber ich habe jetzt auch so weit es auch nichts anderes gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht am besten gar nichts. Dann mache ich das Fenster auf. Muss ich nicht verstehen, machen wir es erstmal wieder zu. So, steigen wir hier aus. Tür zu.
war. Der Motor läuft noch. Naja, egal. Es ist ja gar nicht unser Zug. Das ist irgendwas anderes. Wir hatten einen Elektrozug. Na egal. So, das endet. Wie gesagt, jetzt endet unser Szenario wirklich. Und dieses Video, also ich sage es nochmal offiziell, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wir hören uns. Beziehungsweise ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagnachmittag, beziehungsweise Samstagabend und ein schönes Restwochenende. Habt eine schöne Woche, genießt die Sonne, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Bye, bye.